Yu-Gi-Oh! Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro Dev Pro Online. Heutiger Deckpro ist Marlon mit einem Kouaki Mairu Deck. Falls ich ein klein wenig anders klinge, liegt daran, dass ich gerade meine Stimme mit einer anderen Software aufnehme. Dürfte aber eigentlich kein Problem sein, hoffe ich. Okay. Diamantkern benutzen oder Diamantkern abwerfen für Mönch? Solange er noch nichts hat, setze ich mal nur die Eishand. Mhm. Diamantkern. Du hast keine Traps sonst? Nein. Mönch plus Diamantkern ist eher reaktiv als proaktiv. Ich habe Diamantkern, zwei Monks und Raigeki. Wie gesagt, verdeckt die Eishand. Und was kam jetzt? Jetzt kam die verbotene Lanze. Monk und Lanze dafür abschmeißen. Mhm. So, die fliegt weg. Und dann holen wir uns, denke ich. Gar nichts. Never mind. Dann halt im nächsten Zug. Ich habe ja noch einen Mönch. Oh, so einer. Cool. Mhm. Das wird der. Ja. Spiegelkraftdrache. Okay, wir dürfen ihn nicht targeten und nicht angreifen. Mhm. So, und wenn ich dir richtig. Genau. Das hier dürfte eigentlich nicht targeten. Nee, das dürfte eigentlich nicht targeten. Ja, wieso kann ich ihn nicht aktivieren? Meinst du, warum du ihn jetzt nicht beschwören darfst? Ne, beschwören darf ich ihn. Achso! Ja, im Effekt verlesen, Mea culpa. Ah, doch, targeted. Mist. Da wäre es richtig gewesen, mit der Feuerhand einfach reinzurennen. Ja, das wäre richtig gewesen. Da haben wir nämlich nichts mehr. Ja, schade, ich dachte von der Formulierung her, dass das nicht targetet, aber. So, ich glaube, er hat auch nichts mehr. Wieso? Wir haben doch noch was. Wir haben doch, meine ich, noch Monk und Raigeki, oder irre ich mich jetzt? Mhm. Der muss im Kampf zerstören. Schade. Ne, ich habe gerade einen Crusader gezogen. Ja, dann müssen wir wohl den Raigeki wegschmeißen für den Mönch. Ja. Und zwar holen wir uns einen Bären und dann damit eine Tanky und ja. Das alte Prozedere. Ah ne, wir dürfen in dem Spielzug mit dem Viech nicht angreifen. Moment. Schon spät. Habe ich irgendwas Proaktives hier drin? Hm, nee. Weil der hat ja auch nichts mehr. Eben, ich meine, top-deckt jetzt was. Er muss was getop-deckt haben, weil wie gesagt, wenn der schon die Honest beschwört hat, darf der eigentlich nichts. Okay. Ja, sowas hat er natürlich noch. Wer braucht einen Eisenkern, oder? Ja, dann machen wir es so. Ich kann einen Ungeheuerkrieger vorzeigen. Das ist ein Ungeheuerkrieger, dann passt das alles. So. Weil es ist er derjenige, der top decken muss. Und sollte ich einen Eisenkern irgendwann mal ziehen, dann wird der dann wird man mit dem Urritter richtig Party machen können. Das dürfte die Honest sein. Mhm, wird höchstwahrscheinlich. Was hast du gezogen?
Okay, was hast du jetzt gezogen? Lanze. Ich muss es riskieren, da reinzurennen. Klar. Weil ich kann den Urritter jetzt nicht einfach beschwören, dann würden die beide kaputt gehen. Da würden sie nicht, aber du müsstest halt auf Nexis Monster gehen. Oh, das könntest du tun. Das hättest du tun können. Nevermind. Wieso, was haben wir denn proaktives an Nexis Monstern, bitte? Tigerkönig. Ach stimmt, der ist proaktiv. Und den kann ich mit den beiden ja auch rufen. Aber den machst du trotzdem nicht. Ja, nee, jetzt nimmer. Aber es wäre richtig gewesen. Ja, wäre das. So, aber er topdeckt keine Monster. Was liegt eigentlich? Eine Lanze. Was ist denn das? Okay. Wir haben immer noch die Lanze. Huch. Ja, der bleibt von anderen Karteneffekten dann unberührt. Allerdings hat er das jetzt schon gekriegt. Das heißt, er dürfte nur 800 verlieren, wenn ich das jetzt mache, oder? Na, versuchen wir's. Wir müssen es riskieren. Ja. Schade. Oh toll, jetzt kommt die Warnung. Müssen wir riskieren, das jetzt so liegen zu lassen. Mhm. Ja, der hätte die Lanze direkt auf den Unterstützungsreiter anketten müssen. Okay, was kam? Ah, danke! Ein Eisenkern? Ja! Yeah. So, erst Crusader, dann Xyz Monster, hätte ich gesagt. Hm. Bei Crusader reinrennen, damit ich nochmal was vom Friedhof kriegen kann. Ja. So, und dann nehme ich mir den Diamantkern. Weil der Diamantkern ja quasi alles andere ist. Ja. Jetzt Main 2, Tigerkönig. Nein, Quatsch, können wir nicht machen. Ragnar 0. Ja, das ist besser. Weil er muss jetzt wieder ein Monster top decken. Korrektur. Was hast du jetzt noch? Kette. Okay, das schützt. Ja. Wir sind wieder back in the mix. Ja. Gut. Alter, das war knapper, als es hätte sein müssen. Ja, der hätte mal vorhin die Lanze besser timen müssen. Ja, und vorher schon auf den Tigerkönig gehen. Richtig. Aber wir haben es noch irgendwie geschafft, weil der hatte wahrscheinlich wirklich nichts mehr. Ja. Dann sehen wir uns gleich bei der Deckbewertung. Jo. So, da sind wir wieder. An Guaki Mairu Monstern hat man sich hier primär auf die Engine mit dem Urritter und dem Kreuzritter beschränkt. Dann noch ein Eis von Guaki Mairu, weil das halt einen ziemlich guten Effekt hat auf diesen, gegen spezialbeschworene Monster. Und der Tornado ist insofern gut, dass er nicht kaputt gehen kann und eine recht solide Engine hat, wenn man dafür auf die Draw-Phase quasi verzichten will. Klar, Diamantkern muss dreimal rein, genauso wie der Eisenkern. Ja, ist das ein Control-Deck? Wegen Ungeheuerkrieger natürlich noch Bär plus dreimal Tanky. Ja, ob man die Hände jetzt zwingend braucht, weiß ich nicht. Es ist einfach, sie sind halt reingeworfen worden. Ich denke, was man auch tun kann, ist, wenn ich den jetzt finde. Dann sage ich lange, dass bei den Fallen die Bottomless fehlt. Zwangs-Eva kann man noch am ehesten drauf verzichten, aber. Ja, wenn man halt ein reineres Koag-Emeru-Deck bauen würde, dann würde man noch den Felsbrocken reintun und wenn man dann eh schon Felsen spielt, auch noch einige dieser Fels-Antikarten. Wie der Sandmann oder den Wächter. Genau. Ansonsten Xyz Monster technisch weiß ich jetzt nicht, wie sinnvoll zweimal Diamond Direwolf ist. Sinnvoll genug.
Aber ich glaube auch nicht, dass man das unbedingt Ich glaube, braucht. davon zwei Castles, glaube ich, mehr. Oder sowas. Einfach noch, na. Ptolemäus plus Diamond. Klar, das ging ja auch. Oder Dingens hier. Diamond Crab King, weil pure Attack können auch mal helfen. Ja. Inzwischen ja wieder. Im Side Deck. Ja, um über den Forerunner drüber zu gehen, ist das halt wichtig. Weil der gar nicht getargetet werden kann von Ja. Dingens hier. Von Dark Rebellion. Fossiler Parisiphalosaurier. Kann man gut machen. Ist nett gegen so ziemlich jedes Meta-Deck. Außer gegen Dingens hier. Yosenyu, aber das ist ja kein Top-Meta. Dark Hole. Hast eigentlich oft genug was auf dem Feld, um die Karten nicht aktivieren zu wollen. Dritter MRT ist klar. Mindcrush. Mirror Force, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, gegen was die Karte sinnvoll, beziehungsweise gegen was explizit die Karte nicht sinnvoll zum Reinziden ist. Ja, also das Side-Deck macht irgendwie relativ wenig Sinn, Weil da viel meiner zu viele Meinung nach. allgemeine Karten sind. Ich meine, klar, Light Imprisoning, Shadow Imprisoning, die kannst du spielen. Parisepha, auch okay. Aber Mirror Force, Breakthrough, Dark Hole? Eher weniger. Ja. Ja, das wäre auch schon alles, was zu sagen. Gibt Deck, bekommt so, wie es jetzt ist. 11 Punkte. Die Quarkies sind jetzt so nicht das Thema, ist aber ziemlich lustige Engine, weil man durch die riesen Auswahl auch verschiedene Ständigens treiben kann mit, wobei die hier wahrscheinlich die stärkste ist. Wobei man, wie gesagt, noch die Fels-Antikarten reintun kann, dafür ein bisschen mehr auf allgemeine Engine verzichtet, wie jetzt halt in diesem Fall die Hände. Gut, dann, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.